Viele Weggefährten waren am Donnerstagabend in der Aula des Schulzentrums zum Abschied der ersten Beigeordneten Christa Kreuzig gekommen. Über 30 Jahre lang war sie bei der Stadt Dülmen tätig. Musikalisch umrahmt wurde die Verabschiedungsfeier durch Alfred Stein und Band von der Musikschule. Bürgermeisterin Lisa Stremlau sprach in ihrer Laudatio über die gute Zusammenarbeit im Bürgermeisterbüro. Ja, ich habe es eben schon in meiner Rede gesagt, die Zusammenarbeit war gut, sehr vertrauensvoll, sehr konstruktiv. Und was mir fehlen wird, ist vor allen Dingen Frau Kreuzigs Fachwissen, ihren juristischen Verstand, überhaupt ihr klares Denken, ihre Ehrlichkeit und ihre Loyalität. Das wird mir alles fehlen. Vertreter der politischen Fraktionen im Rat der Stadt Dülmen erinnerten in ihren Reden besonders an die gute und zielorientierte Arbeit, unter anderem in den Bereichen IGZ, Feuerwehr und neue Spinnerei. Ich habe dich als jemand mit viel Bodenhaftung kennengelernt, als jemand, die mit beiden Beinen fest in hier und jetzt verankert ist. Aus den Fachbereichen trugen Mitarbeiter ein selbstkomponiertes Lied vor. Außerdem erinnerte ein Gedicht an verschiedene Begebenheiten aus der Amtszeit von Christa Kreuzig. Eins gefällt ihr dabei sehr, das Fahren mit der Feuerwehr. Nun ist die Arbeit nicht nur Freude, es gibt ja auch verrückte Leute. Zum Schluss bedankte sich Christa Kreuzig für die netten Worte aller Gratulanten. Sie freute sich, dass rund 230 Gäste zu ihrer Verabschiedung gekommen waren. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich für die lobenden Worte, die Anerkennung und Wertschätzung, die mir in den Reden, Grußworten und den Beiträgen gerade zuteil geworden ist. Es war eine ganz tolle Feierstunde. Es war sehr emotional und das Schöne war, dass viele Beiträge sehr persönlich waren und ich sehr viel zurückbekommen habe von dem, was ich meinte, gegeben zu haben. Es gab sehr viele Höhepunkte, insbesondere wenn man Dinge, die man sich zum Ziel gesetzt hat, erreicht hat, wie zum Beispiel das Mehrgenerationenhaus nach Dülmen zu bekommen. Auch das Projekt IGZ über die Regionale ist so ein Leuchtturmprojekt. Nach dem offiziellen Teil waren alle Gäste zu einem Umtrunk und zu anregenden Tischgesprächen eingeladen. Trotz Einstieg in den Ruhestand will Christa Kreuzig das von ihr maßgeblich mitinitiierte IGZ-Projekt als Projektleiterin zu Ende führen. Zur Wiederbesetzung der Beigeordnetenstelle liegen der Stadt Dülmen bereits mehrere Bewerbungen vor. Die Bewerbungsfrist ist am 15. November abgelaufen. Wir haben ca. 20 Bewerbungen. Wir haben eine Bewerbungsmatrix erstellt und danach schon mal eine Rankingliste entworfen. Die werden wir jetzt absprechen mit der Politik. Die Stadt hofft, die Beigeordnetenstelle spätestens zum Jahresbeginn 2017 nachbesetzen zu können.